Ich grüße euch ganz herzlich mit eurer Klassenleiterin hier in unserer Musikabteilung der Deutschen Staatsbibliothek. Das ist ja nur eine Bibliothek, wo ihr sonst ja nicht hinkommt. Gibt es sonst schöne Kinderbibliotheken, aber ihr habt den besonderen Anlass, weshalb ihr hierher gekommen seid. Es geht euch darum, ihr wollt etwas wissen über den Komponisten, über den Musikwissenschaftler und auch über den Musiklehrer Fritz Reuter. Wer will da fragen? Ihr habt viele Fragen. Du, ja? Wie ist Fritz Reuter dazu gekommen, Musiker zu werden? Tja, wie kommt ein Mensch dazu, Musik zu machen? Macht jemand von euch Musik auch? Niemand. Dein Vati, siehst du. Und so war das dann auch, ganz schlicht und einfach. Man will ein bisschen singen, man hat Lust, ein Instrument zu lernen. Und so war das beim kleinen Fritz damals auch. Und dann hat er angefangen, Musik zu machen. Ja. Standen die Eltern von Fritz Reuter auch auf Musik? Na, die standen eigentlich nicht so auf Musik. Die sagten, na, du musst was Ordentliches lernen. Das waren Handwerker, seine Eltern. Und die haben gesagt, du musst mal das Geschäft übernehmen, wie es so geht. Und er machte das so, wie man heute sagen würde, erstmal als Hobby mit der Musik. Welche Werke schrieb denn Fritz Reuter? Welche Werke er geschrieben hat, wo er bekannt wurde, das ist bei ihm nicht so wie bei anderen großen Komponisten, wo man sagt, bei einem Karl Maria von Weber zum Beispiel, dass jeder kannte den Jungfernkranz aus seiner Oper der Freischütz. Fritz Reuter hat vor allem für die Musikerziehung viel getan, also Ausbildung für Musiklehrern, dass die wirklich großes wissenschaftliches Fundament hatten, damit die Kinder damals dann schon sehr bald eben Musik verstanden. Das war sein Hauptziel im Leben. Kannten Sie Fritz Reuter eigentlich? Ja, ich habe ihn noch gekannt. Das ist schon lange her, 35 Jahre, als ich hier in Berlin studiert habe. Da hat er hier am Kupfergraben, am Institut für Musikerziehung, war er Direktor und war ein sehr intensiver Lehrer und temperamentvoll war und hat viel verlangt von sich und auch von uns Studenten. Ehemalige Schüler von Professor Fritz Reuter befragten wir in einer Probenpause nach ihrem Lehrer. Dazu Dr. Wolfgang Goldhahn, heute Direktor der Musikabteilung der Deutschen Staatsbibliothek Berlin, und Dr. William Geißler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Ernst Schneller in Zwickau. Mich faszinierte an der Persönlichkeit Fritz Reuters, als ich noch Student war, bereits seine klare Darstellung aller Probleme, die er an uns heranbrachte, seine ungeheure Systematik dabei. Er hat uns gefördert, indem er uns hoch forderte. Und dadurch verdanke ich ihm natürlich sehr viel für mich persönlich. Er war in jedem Falle Humanist, Mensch. Man konnte mit jedem Anliegen an ihn kommen, auch wenn das weit über das, was das Studium erforderte, rein im persönlichen Rahmen hinausging. Und wir achteten vor allen Dingen in ihm auch den tätigen Musikpädagogen, der jederzeit bereit war, sich ans Instrument zu setzen und uns das vorzumachen. Er war ja ein ausgezeichneter Pianist und hat ja im Jahre seiner Emeritierung selbst noch bei Rundfunkaufnahmen ein Klavierpart seiner Werke selbst übernommen. Ich habe in Ihrer Dissertation ganz bewundernswerte menschliche Züge gefunden, dass er beispielsweise Angehörigen von KZ-Häftlingen geholfen hat, dass er jüdische Familien unterstützt hat, was ja gar nicht so logisch ist für einen bürgerlichen Musikwissenschaftler.
Das stimmt, das ist auch ausgewiesen. Es gibt dazu Dokumente. Ich habe ja sogar Fotokopien von solchen Dokumenten in meine Dissertation mit aufgenommen. Er war eben ein aufrechter Demokrat und ein Humanist. Und welche Bedeutung hat das Werk Fritz Reuters auf die heutige Musikerziehung? Wir haben von Fritz Reuter viel übernommen, vor allen Dingen inhaltliche Probleme. Er hat ja auch ein Menschenalter lang daran gearbeitet, die Gehörbildung auf psychologischer Grundlage aufzubauen, anknüpfend an seine Vorgänger Krause und Kaden. Was dabei wichtig und hervorstechend ist, dass er das Fach Musik hören als Teildisziplin so weit betrieben hat, dass wir heute im Schulunterricht an den allgemeinbildenden Schulen diese Disziplin Musik hören mit eingebaut haben. Wir sind weggekommen vom bloßen Singeunterricht, so wie ich das in meiner eigenen Kindheit noch erlebt habe. Herr Dr. Goldhahn, Ihnen kommt die ehrenvolle, aber vielleicht auch etwas schwierige Aufgabe zu, das musikalische und wissenschaftliche Erbe Fritz Reuters lebendig zu bewahren. Wie tut man das? Ja, das ist natürlich, Sie haben recht, eine schwierige Aufgabe für einen Teil unserer Nationalbibliothek, was ja die Deutsche Staatsbibliothek ist, dass wir dieses breite Oeuvre, dieses Werk des Wissenschaftlers und Künstlers nicht nur erhalten und bewahren, sondern natürlich auch fruchtbar machen wollen für die Öffentlichkeit. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten der Popularisierung. Eine tun wir ja heute hier, nicht? Wo wir also das Violinkonzert haben, wo die Partitur, die handschriftliche von Fritz Reuter ja auch mit zu diesem Bestand gehört bei uns. Professor Rolf Reuter, sicher kann man Sie auch zu den Schülern von Fritz Reuter zählen. Was haben Sie für Ihre musikalische Laufbahn bei Ihrem Vater gelernt? Er war das große Vorbild, Frau Doktor. Ein Vorbild, wie selten ein Lehrer ist. Und ein Lehrer, der kein Vorbild ist, lehrt überhaupt nichts. Also habe ich alles gelernt von ihm. Vom Kanon bis zum Dirigieren und vor allen Dingen vom Leben. War er für Sie mehr Theoretiker oder mehr Künstler? Theorein, griechisch. Die Schau, die große Schau, in dem Sinne war er Theoretiker. Im heutigen verflachten Sinne, wo es mehr etwas Abstraktes auszudrücken gilt, war er kein Theoretiker. Er war ein kreativer, schöpferischer Mensch, ein Künstler. Als Theoretiker vertrat er ja Zeit seines Lebens die Theorie von der polaristischen funktionalen Harmonik. Glauben Sie, dass diese Theorie heute überholt ist? Keinesfalls. Polaristik, Dialektik, Erotik, die Lehre vom I Ching im alten Indien, im alten China sind die großen Lehren vom Leben, von den Gegensätzen des Lebens, die stets eine Synthese im Gefolge haben. Also kann Polaristik nicht überholt sein, ist ewig gültig. Auch gültig auf unsere zeitgenössische Musik? Selbstverständlich, sofern es Musik ist. Nun haben Sie als Sohn vielleicht irgendwelche kleinen Vorlieben für Werke Ihres Vaters? Keine kleinen, große. Ich liebe viele Werke meines Vaters besonders. Zum Beispiel die Kantate nach Rilke, Orpheus, Eurydike, Hermes oder seine Oper um Haydn, viele andere Dinge, seine dritte Symphonie, sind alles große, singuläre Stücke in ihrer Singularität, Schumann vergleichbar, kein Werk ähnelt dem anderen, alles ist dem poetischen Augenblick gewidmet. Was sollte man vor dem Hören des Violinkonzertes über das Werk wissen? Gar nichts. Hören, Ohren aufmachen. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Schweiße so von der Strapaze. Ein erster Eindruck, wie war's? Ja, ich fand's fantastisch, wie er gespielt hat, nicht? Das war doch großartig. Ich bin glücklich, dass ich das Konzert meines Großvaters Fritz Reuter mit Orchester spielen durfte. Und ganz besonders freut es mich, dass ich es in der Musikstadt Berlin spielen durfte. Und dass ich es mit einem solchen Spitzenorchester spielen durfte, wie dem Orchester der Komischen Oper Berlin. Mein Ziel ist es, das Konzert noch so oft wie möglich aufzuführen. Mein Vorbild ist dabei meine Mutter, Barbara Rau. Sie führte das Konzert allein über 25 Mal mit Orchester auf. Erklingt denn das Konzert heutzutage oft genug? Leider nicht. Aber Sie haben ja gehört, das Publikum ging ja fantastisch mit. Und das setzen manchmal einige Kritiker nicht mit in Rechnung. Stürmischer Applaus, woran so könnte das liegen? Und lang anhaltender, weil es ein ausgezeichnetes Werk ist. Natürlich auch die Interpretation sehr gut, aber wenn das Werk nichts ist, da kann man sehr gut geigen und es sind höchstens zwei Vorhänge aus acht. Aber hier waren es wesentlich mehr. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Danke. Dankeschön, Frau Doppel. Ich denke, das war's. Prima. Wenn jetzt nicht doch, und so wie wir es ausgemacht haben, ich freue mich. Deswegen wundert es mich ja. Ja, bitte? Verzeihung, ein erster Eindruck, wie war's? Ich fand's fantastisch. Er hat fantastisch gespielt und das Orchester hat auch sehr gut gespielt. Und das Publikum war ja wundervoll. Ja, ich bin natürlich froh, dass es alles gut geklappt hat. Es freut mich ganz besonders, dass ich das Konzert meines Großvaters hier spielen durfte. Und zum ersten Mal, ne? Ja, zum ersten Mal. Ich kann hierzu sagen, meine Mutter, die Geigerin Barbara Rau, spielt es über 25 Mal mit Orchester und das ist natürlich ein Ziel von mir. Wird es heutzutage oft genug gespielt? Leider nicht. Wir haben ja auch Modeströmungen in der Musik, aber ich glaube, dieses Stück wird sich immer halten und wird später auch sehr oft gespielt werden. Ich hoffe, dass auch meine Kinder es noch spielen, aber er wird es auch noch öfter spielen. Woran könnte das liegen, dass das Werk so oft gespielt werden müsste und so gut ankommt? Das ist erstens mal sehr gekonnte Musik und zweitens mal, es ist ja in einer Zeit geschrieben, wo eine Forderung nach Realismus sehr stark war. Das heißt also, es sollte auch das breite Publikum erreichen und das tut es offensichtlich immer noch. Danke und herzlichen Glückwunsch. Danke. Dankeschön, Frau Doppel. So, also nochmals, tschüss, Wiedersehen.